Straße. Peter Scholler-Tour und so, der ist jetzt ja verstorben. Und seitdem der nicht mehr ist, dann machen wir das. Wenigstens einer muss das machen. Na? Hier ist, mal so sagen, ein irgendwie brandgefährlicher Bereich. Zumindest ist es hier ziemlich angekurbelt, würde er wohl sagen. Und die Kamera konnte eben nicht alles sehen und wir haben auch gar nicht alles zeigen wollen. Das ist auch besser so. Denn was sich hier abspielt, ist, wie würde er sagen, der Peter Scholler-Tour, das ist eine zynische Art. Oder, dann lass mal lieber, das ist so eine Art, wollen wir nicht kopieren. Aber hier ist er hier drin, Putz. Er macht Putz. Und wir wollen was Eigenes haben. Oder? Eines Kilometer links abbiegen. Aber das war ein guter, den gucke ich mir gerne an, den Peter Scholler-Tour aus seinen Reiseberichten aus überall, Algerien und so, da kannte er sich aus. Da hat das immer genau auf den Punkt gebracht. Das wollen wir dann auch eigentlich. Aber den haben sie irgendwie nicht eingesperrt. Da haben sie irgendwie, der hatte irgendwie Connection. Wahrheit sagst du, man ist gleich eingesperrt. Das ist auf jeden Fall klar. Und das wollen wir dann auch nicht. Und dann schnacken wir beim heißen Brei rum. Das ist auch so. Das soll so bleiben. Das ist ja auch ein Standardspruch. Aber das ist wenigstens was Eigenes. Da gucken wir uns das an, die schöne Gegend hier. Das Bad, ein Kurbad, Kurort. Und da kommen sie auch von weit her manchmal. Und das finden wir auch immer super. Straße Richtung Mainz.
sein, sonst gibt es Minuspunkte. In 40 Metern links abbiegen. Links. Oder ein bisschen da längs. Aber die Kamera ist verschwenkbar. Was Schönes. Ne? So geht's auch. Kann man sehen. Grüner Fahrt. Nee, zur Zeit nicht.
Da bin ich auch eisern und so. Ich gehe jetzt nicht den Staat an und sage, hier sollst du mich unterstützen, lieber Staat. Nein, das mache ich nicht. Das würde ich wohl machen, ja. An der zweiten Ausfahrt verlassen und der B75 weiterfliegen. Und da bietet sich ja voll tolles so an. Ja, hier waren ja schon einige Vorfälle. Da ist ein Imbiss dahin. Hier auch. Gut. Das war's aus Bad Oldesloe. Schönen Reisebericht.